Ich freue mich sehr, dass ich den Kollegen Malte Mühlenhof aus dem Referat Sanitätsdienst bei mir habe, um genau über dieses Thema zu sprechen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und herzlich Gerne. willkommen. Hallo. Hallo. Wir wollten ja darüber sprechen, die Rettungskette. Ich habe sie jetzt so im Kleinen erzählt, aber wir sind ja nicht diejenigen, die sich mit so einem Einzelunfall oder mit ein, zwei Verletzten, die eben die normale Gefahrenabwehr bewältigen kann, befassen. Unser Thema ist mehr. Genau. Wir beziehen uns da ja auf den Zivilschutz. Da haben Sie ja heute sicher auch schon einiges zugehört, dass es da um den Schutz der Bevölkerung geht und hierbei ja speziell um den medizinischen Schutz oder den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung im Zivilschutz. Dabei kann es dann vorkommen, dass natürlich bei diesen Lagen eine Vielzahl an Verletzten und Betroffenen vor Ort da ist, denen Hilfe geleistet werden muss. Ja, das kann man natürlich auch mit der Rettungskette vergleichen. Natürlich wird auch da dann der Notruf gewählt und der Rettungsdienst und die Krankenhäuser sind dann dafür da, um diese Patienten zu versorgen oder diese Menschen zu versorgen. Allerdings übersteigt das Potenzial im Zivilschutz da das in den Ländern vorgehaltene vom Rettungsdienst und den Katastrophenschutzeinheiten, die dann auch schon tätig sind. Genau, anderweitig wird aber auch im Zivilschutz dieses Potenzial noch beeinflusst, weil das Personal in den Krankenhäusern, im Rettungsdienst und Katastrophenschutz auch anderweitige Aufgaben hat. Es kann zu einer Zerstörung der Infrastruktur kommen, was das beeinflusst. Oder auch Versorgung mit Material, Energie oder IT-Technik kann gestört sein, sodass diese ganzen Menschen, die dann dort beeinflusst sind oder denen geholfen werden muss, nicht so geholfen werden kann. Und dafür, ja, auf solche Szenarien bereiten wir uns dann davor, dass wir dann dort die Länder unterstützen können. Das ist im Grunde genommen auch der Massenanfall von Verletzten. Das heißt, das, was der Regelrettungsdienst nicht mehr kann, also selbst Unfälle, die eben mit bis 10, 20 Personen, sondern wir reden beim Massenanfall von Verletzten von einer deutlich höheren Zahl an Genau. beeinträchtigten und verletzten Personen. Ja. Und wir jetzt vom BBK, wir ergänzen da die Katastrophenschutzpotenziale der Länder. Das hatte Herr Gewehr vorhin auch schon mal ausgeführt, da dann mit Einheiten mit Sonderfähigkeiten. Und hier möchte ich jetzt kurz auf die medizinische Taskforce als Kerneinheit eingehen. Die wird in Deutschland insgesamt 61 Mal in den Bundesländern aufgestellt und ist dort dann standardisiert verfügbar über die gesamten Bundesländer. Genau, da liegt der Schwerpunkt in der Versorgung von thermisch traumatisch verletzten Patienten. Genau, insgesamt sind dort 138 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen vorgesehen, wo die vom BBK beschafft werden und dann an die Länder übergeben werden zur Aufstellung dieser Einheiten und die dann als Einsatzverband in 5 Teileinheiten zusammengeschlossen ihr Leistungspotenzial bewältigen können. Darf ich da Das kurz einhaken? Pro medizinische Taskforce oder insgesamt diese Nee. Zahlen, die Sie da In, jetzt genannt haben? insgesamt gibt es die Einheit 61 Mal in Deutschland und in Ja. jeder dieser 61 Einheiten sind 138 Einsatzkräfte Ja, mit 26 genau, Fahrzeugen das wollte ich vorgesehen. nachfragen. Genau. Genau, ja, super. Genau, zum Leistungsspektrum dieser medizinischen Taskforce zählt hauptsächlich der Behandlungsplatz MTF. Dort werden 50 parallel betriebene Versorgungsplätze sichergestellt, also dass 50 Patienten gleichzeitig behandelt werden können. Dann wird zusätzlich ein Dekontaminationsplatz für Verletzte aufgebaut und betrieben. Das hat der Herr Wilbert eben hier auch schon angerissen. Dort können im kontaminierten Bereich Patienten erst versorgt werden und anschließend die gehfähigen oder liegenden Verletzten in diesem Bereich kontaminiert werden. Und letztlich kann auch ein weiträumiger Patiententransport sichergestellt werden. Zusätzlich verfügt diese Einheit über logistische Kräfte und Mittel und auch eine Führung, dass sie da autark soweit in den Einsatz gehen können. 2018 wurde dazu das Rahmenkonzept in Kraft gesetzt und seitdem beschäftigen wir uns vor allem mit den weiteren Beschaffungsmaßnahmen, dass diese vorangetrieben werden, weil noch nicht alle Fahrzeuge an die Länder ausgegeben wurden. Dazu hat Herr Gewehr ja vorhin auch schon Ausführungen gemacht, dass wir da fachlich die Anforderungen beschreiben und dann zusammen mit dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern ja, diese Beschaffungsmaßnahmen durchführen und letztendlich dann die Fahrzeuge an die einzelnen Länder übergeben können, damit diese 61 Einheiten aufgestellt werden können.
Ja, das ist irgendwie eine beeindruckende Zahl. Ich erinnere mich auch, dass wir den Einsatz einer MTF auch mal auf einem Truppenübungsplatz in Lenin geübt haben. Tatsächlich ist mein Gedächtnis etwas kurz und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber ich war damals noch Pressesprecherin des Amtes und da ich das seit 2015 nicht mehr bin, muss es also vorher gewesen sein. Das war auch sehr beeindruckend, auf diesem Truppenübungsplatz einmal so eine komplette medizinische Taskforce üben zu sehen. Also da gibt es auch noch Informationen auf unserer Website, wenn sich da jemand noch für interessiert. Das ist auf jeden Fall sehr schön, genau. Und die es gibt auch ein paar Zuschauerfragen zu diesem Bereich. Ich muss mal gerade, sorry, dass ich jetzt nicht in die Kamera gucke, sondern ich muss hier mal gerade durchgehen. Dass ein Denz fragt, wie ist es mit der Gerätewagenbehandlung und der ganzen dem MTW für die MTFs wunderbare Abkürzung irgendwie Orgie aussieht. Genau. Können Sie dazu auch was sagen? Ja. Ja, wie ich schon ausgeführt hatte, sind wir weiterhin dabei, die Beschaffung voranzutreiben. Und er bezieht sich ja da auch auf den Gerätewagenbehandlung, der Teileinheitbehandlung, also einer der fünf Teileinheiten, und die Mannschaftstransportwagen, die dort noch fehlen. Also die sind momentan in der Beschaffung. Da findet auch schon Kommunikation mit möglichen Auftragnehmern statt. Aber zeitlich kann man da noch nicht genau sagen, wann die Fahrzeuge dann an die Länder übergeben werden. Aber es geht da auf jeden Fall auch voran. Ja, das ist ja ähnlich, wie Herr Gewehr eben auch ausführte. Ja, wir sind dran. Es ist eben immer ein längerfristiges Verfahren, aber wir wollen ja am Ende auch die hundertprozentige Qualität liefern, die eben von uns auch erwartet wird und Ja. für die wir auch bekannt sind, will ich jetzt mal sagen. Also in Richtung liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Ja, ich gucke mal durch. Ich glaube, war sonst noch eine MTF-Frage? Ich dachte, es wäre noch eine gewesen, aber. Oh, Entschuldigung. Nein. Haben wir auch nicht. Sirensignale haben wir schon. Ah, hier gibt es noch zwei Fragen von Stefan D. Das vorliegende Rahmenkonzept hierzu ist seit 2 Jahren in Kraft. Man hört jedoch, zumindest in unserer Region, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht weiß, woher Stefan D. kommt, zum aktuellen Umsetzungsstand der Dislozierung der MTFs eher wenig. Da möchte ich fragen, wie hierzu gern über, ach ja, konkret über das Land Sachsen-Anhalt der aktuelle Status ist und ob es schon einen ungefähren Zeithorizont gibt für den noch ausstehenden Gerätewagenbehandlung. Haben Sie ja jetzt eben schon was dazu gesagt, aber MTF in Sachsen-Anhalt. Speziell zu den Ländern können wir da nicht noch was sagen, aber grundsätzlich werden ja auch dann die Fahrzeuge gleichzeitig bzw. direkt nacheinander, wenn die dann uns zugeliefert werden, auch an die Länder ausgeliefert und da wäre dann Sachsen-Anhalt natürlich auch mit dabei. Aber wie gesagt, zum Gerätewagenbehandlung können wir da noch kein konkretes Zeitziel nennen. Aber Ja. wir hoffen natürlich auch, dass wir das bald abschließen können. Ja, dann hoffe ich, Stefan D. hat uns zugehört und wenn noch Fragen offen sind, schicken Sie uns die ruhig rein. Ansonsten würden wir beide jetzt zu einem anderen Punkt kommen, nämlich Sie sind im Referat auch mit zuständig für die Zivilschutzhubschrauber des Bundes. Wir wollen uns ja auch mal anschauen, was das Besondere an den Zivilschutzhubschraubern ist. Wir haben einen Film. Wollen wir uns den zuerst angucken und dann noch was dazu sagen? Oder möchten Sie ein paar einführende Worte Ich kann auch sagen? erst ein paar Worte sagen. Bitte. Genau, ein weiterer Teilbereich sind bei uns die Zivilschutzhubschrauber. Da wird insgesamt an 12 Luftrettungszentren werden 18 Zivilschutzhubschrauber vom Bund unterhalten und betrieben. Und in Friedenszeiten gestattet der Bund den Ländern, dass sie am Luftrettungsdienst teilnehmen können. Genau, und originär sind sie ja für den Zivilschutz beschafft und ausgerüstet worden. Deswegen können sie dann auch andere Zwecke mit erfüllen. Das ist neben der Versorgung von schwerverletzten und erkrankten Patienten und dem Transport auch die Beobachtung und Erkundung von Schadenstellen aus der Luft, die Erkundung und das Lenken von Bevölkerungsbewegungen, auch natürlich dann aus der Luft, das Messen von radioaktiven Strahlen, was auch wieder in den CBRN-Bereich von Herrn Wilbert mit einhergeht, oder auch der schnelle Transport von Material und Spezialisten. Genau. Und der erste Zivilschutzhubschrauber wurde im Jahr 1971, also vor jetzt 49 Jahren, ja, in den Dienst gestellt. Deswegen feiern wir dann nächstes Jahr
quasi das 50-jährige Jubiläum. Und in diesen 49 Jahren Dienst wurden jetzt insgesamt 800.000 Einsätze im Luftrettungsdienst durch diese 12 Luftrettungszentren bewältigt. Und da hat es jetzt hier im vergangenen Monat eine Veranstaltung in Bonn gegeben, wo zu Ehren diesen 800.000. Einsatzes dann auch der Patient, so ein kleiner Junge, der damals versorgt wurde, eingeladen wurde, um dann nochmal auf die Bedeutung der Zivilschutzhubschrauber hinzuweisen. Und dazu gibt es jetzt einen kleinen Film. Da können wir auch nur sagen, Film ab. Der Bund betreibt seit 50 Jahren eine Flotte von sogenannten Zivilschutzhubschraubern. An 12 Luftrettungsstationen werden 18 Maschinen mit unseren Partnern eingesetzt. Im Frieden sind diese Maschinen Teil des Luftrettungssystems in Deutschland. Aber letztlich im Verteidigungsfall würden diese Maschinen darüber hinaus eingesetzt, etwa beim sogenannten Massenanfall von Verletzten, bei der Überwachung von Flüchtlingsströmen oder eine besondere Fähigkeit ist das Strahlenmessen. Insofern dient sozusagen jetzt der friedensmäßige Einsatz auch schon dem Training der Besatzung, der Piloten, um auf den Zivilschutzfall, der hoffentlich nie eintritt, besser und gut vorbereitet zu sein. Also ich war halt im Wald Mountainbike fahren und dann bin ich eine Abfahrt runtergefahren und dann war da eine Wurzel. Ich bin mit dem Vorderrad hängen geblieben an der Wurzel und habe mich überschlagen und wollte mich dann halt mit den Händen abfangen und dabei ist halt der Arm gebrochen. Wir haben vorher noch gesehen, dass da welche mit dem Hund Gassi gegangen sind und dann bin ich halt hingelaufen und habe Hilfe geholt. Ich wusste, dass ich dann, wo ich im Helikopter war, sicher am Krankenhaus ankommen werde und es mir dann besser gehen wird. Die Teamarbeit besteht im Wesentlichen aus vier großen Playern, möchte ich sagen. Das fängt beim BBK selbst an. Das BBK beschafft die Hubschrauber. Es geht dann weiter über uns. Die Bundespolizei stellt die Pilotinnen und Piloten für die Hubschrauber, übernimmt auch die Wartung und Instandhaltung. Dann kommt als drittes die Ärzteschaft. Die werden in aller Regel von den Stationierungskrankenhäusern gestellt. Bei den Rettungssanitätern ist es so, dass je nach Rettungszentrum von verschiedenen Hilfsorganisationen oder von der Berufsfeuerwehr die Kolleginnen und Kollegen kommen. Also insgesamt wirklich eine tolle Teamleistung. Wir haben für besondere Einsatzlagen in Hannover den Christoph Live. Das ist ein Simulator, ein Hubschrauber-Simulator, wo wir insbesondere die nicht alltäglichen Einsätze, die man kaum erlebt, aber wenn sie vorkommen, halt unbedingt trainiert sein müssen, mit der ärztlichen Crew und auch teilweise den Piloten trainieren können. Das Projekt haben wir jetzt, wie gesagt, 10 Jahre am Laufen und insbesondere in den letzten Jahren zusammen mit dem BBK, der Johanniter Unfallhilfe in Hannover und auch der Unfallchirurgie der Medizinischen Hochschule, haben wir das ins Leben gerufen, um genau dafür vorbereitet zu sein, so gut es halt geht.